Der Aberwitz des Ansichtigmachens von Existenz und Tödlichkeit ergibt also diesen Zughetzzwang, der genau verspürt, dass er nicht heraus kann aus diesem Sack, aus dieser Körperhaut und nicht herunter kann von dieser Bühne, auf der seine neue Form, Typengestalt mit ihren neuen Erfindungen ausgetestet werden soll, auf ihre Tauglichkeit. Oder Untauglichkeit. Und also dieses sich bewusst machen der Unmöglichkeit des Entkommens aus diesem Körpergefängnis und aus diesem Weltenbühnen-Theatergefängnis mit seinen gnadenlosen Experimentier-, Austestungs-, Konkurrenzierungs-, Erprobungen. Man schaue sich den Film über Spiridon Luis an, der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit, jenen Schafhirten, der den Marathon gewann. Dieses aufklaffende Bewusstsein vom aussichtslosen Endgültigen, vom aussichtslosen, vom unvermeidlichen, fatalen, ist ja dann nochmal eine Potenzierung dieser unentkommbaren Selektions Filter 7, nicht entkommen zu wollen, sondern seine Rolle eben noch virtuoser, noch grandioser, noch sensationeller zu spielen, damit sie den Applaus des Plautus einheimsen und nicht beleidigt ist wie Amphitryon, dessen keusche Gattin der Hinterlist der Verkleidung des Zeus verfallen war, hereingefallen war, aber eigentlich meint das Schauspiel, das von vornherein alle Reproduktionsfähigen, die diese Weltenbühnenuniversen immer wieder neu erzeugen, als neue Schauspielorte, immer nur mit dem Abgöttlichen, mit der Abgöttlichen, mit dem großen Viech Vertrag gehabt haben würden. Und jemand, der eine Weltentheaterbühne erzeugt, wie sollte der da nicht entzückt sein, darauf auch sein Bestes zu geben und die Bewunderung und den Applaus einzuheimsen, der dieses unglaubliche Vermögen nach sich zieht.